Willkommen zurück zum zweiten Teil zu den Weihnachtsgeschenken für Fotografen bzw. auch Naturfotografen. Und vorweg muss ich noch einmal Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe einen Kalender kreiert. In A2, also super groß, das ist 60x45, mit verschiedensten Motiven aus der heimischen Natur. Der Kalender kostet 40 Euro zuzüglich Versand. Kommen wir zur Tarnung. Tarnung ist für uns Wildtierfotografen natürlich unglaublich wichtig. Aber letztendlich muss es nicht immer so ein Flecktarn sein. Es ist notwendig, dass wir diese hellen Bereiche wie Gesicht und Hände, die müssen natürlich bedeckt sein. Dafür habe ich einerseits im Sommer diese 3D-Handschuhe letztendlich. Die haben hier noch diese Blätter mit dran. Das löst natürlich unsere Konturen auf und das ist das Wichtige dabei, wenn wir uns tarnen. Die Konturen müssen weitestgehend aufgelöst sein und eben auch diese hellen Bereiche müssen verdeckt sein. Aber für die Handschuhe nutze ich gerade im Winter eben auch die Handschuhe der Heat Company, die hier. Und ich muss sagen, der Wind Pro, das ist immer noch mein absoluter Favorit. Super angenehm, man kann die Kamera noch bedienen. Es ist natürlich schwerer, weil die Handschuhe auch ein bisschen dicker sind, aber es ist immer noch möglich und sie halten super warm. Habe ich jeden Winter an und wenn euch dann immer noch zu kalt ist, gibt es auch noch Shells, die ihr dazu kaufen könnt. Die sind aber dann relativ teuer. Die Liner selbst, die kosten so um die 50 Euro. Und zusätzlich haben die hier noch so eine Tasche, wo wir ein Heatpack reinpacken können. Super praktisch, super angenehm. Und wenn wir schon bei Tarnung letztendlich sind, so eine Kappe. Ich wurde öfters auch gefragt, welche Tarnkappe ich hier nutze. Das ist letztendlich auch wieder wie die Handschuhe von Deer Hunter, 3D-Kappe mit so einem Tarnnetz davor. Und durch den Schirm der Kappe haben wir natürlich ein bisschen Abstand. Das hängt nicht direkt im Gesicht und wir können dadurch mehr sehen. Wenn man die aber anzieht, wird man so gut wie gar nicht gesehen. Super praktisch. Hält auch ein paar Mücken fern, die dann nicht so einfach unter euch kriechen können. Und ich finde, das verschleiert auch die Konturen nochmal besonders gut. Jetzt habe ich hier noch so eine kleine Stirnlampe auf dem Tisch liegen. Und das ist in meinen Augen ein absolutes Muss für jeden Naturfotografen. Weil wir sind oft lange draußen, oft dämmert es dann schon. Und wenn man dann noch im Wald ist oder am Feld und es wird wirklich dunkel, und man hat dann vielleicht auch noch ein Stativ in der Hand und den Rucksack auf der Schulter, telefoniert dabei, da hat man keine Hand mehr frei. Und deswegen ist so eine Stirnlampe ein absolutes Muss. Sollte jeder haben. So, wir waren bei der Tarnung und bei Kälte. Und eine andere Frage ist, welche Jacke nutze ich im Winter? Und das ist die hier, die Carinthia MIG 3. Da gibt es schon ein Nachfolgemodell von. Und das ist, ich liebe diese Jacke. Sie ist laut, das hört man. Also die ist nur für den Ansitz zu gebrauchen. Man kann sich damit jetzt nicht besonders gut anschleichen, aber sie hält unglaublich warm. Also diese Jacke, mit der war ich auch in Lappland unterwegs bei minus 20 Grad. Es ist möglich. Also natürlich braucht man dann auch wieder ein paar andere Schichten unten drunter, gute Unterwäsche. Aber ich habe Berichte gelesen von Leuten, die gehen im T-Shirt bei 0 Grad draußen und der Jacke raus, weil sie absolut warm hält. Und wenn es mal so 5, 6, 7, 8 Grad hat, ist sie viel zu warm. Also die kann man wirklich gut nutzen, wenn es so Temperaturen rund um den Gefrierpunkt hat. Und wenn ihr reisen wollt, dann ist die Jacke natürlich nochmal besser, weil wir die extrem klein komprimieren können. Die passt auch ins Daypack von unserem Kamerarucksack und sie ist noch leicht. Sie ist wirklich leicht. Sie hat keine Daune, was ich auch sehr gut finde. Ich finde sie top, außer bei Regen. Da ist sie, sie ist keine Regenjacke. Sie ist für den Winter, für trockene Kälte ausgelegt. Und wir als Naturfotografen, wir liegen natürlich auch häufiger mal am Boden und im Dreck. Und wenn es so richtig schlammig wird, dann hat man keine Lust, sich komplett einzusauern. Und deswegen empfehle ich jedem so eine Bundeswehr-Isomatte, die wir einfach ausklappen können, die können wir zusammenfalten, dann ist sie auch relativ klein vom Packmaß. Ich habe sie jetzt nicht richtig zusammengefaltet, das sieht eigentlich viel ordentlicher aus, aber die kostet nicht viel.
Sie isoliert euch, sie hält euch in gewisser Weise warm, sie schützt euch vor Nässe und ihr werdet nicht dreckig. Also das ist wirklich etwas, sollte jeder haben, der gerne draußen im Dreck liegt, um Tiere zu fotografieren. Dann packt es immer unter den Schlafsack. Ja. Ja, Livy packt es unter den Schlafsack, ist ja auch richtig so, wenn es nicht so dreckig wäre. Gut, wir haben noch eine Sache. Und das ist das hier. Ich nutze sie kaum, aber wenn ich sie nutze, dann bin ich sehr, sehr dankbar, sie zu haben. Und das ist eine Fotobox. Wir haben einerseits so ein Gerüst, ein Gestell, was wir aufklappen können mit Druckknöpfen, so wird es zusammengehalten. Und wir haben verschiedene Hintergründe, die wir dort einbringen können. Verschiedene Farben, in Weiß, in Schwarz, in Grün, in Rot. Und wir können eben kleine Produkte dort platzieren und fotografieren, beziehungsweise auch filmen. Von oben können wir auch eine Draufsicht haben. Hier oben ist nämlich mit Klettverschluss nochmal so ein kleiner Deckel drauf und wir können hier durch ein Loch fotografieren. Wir können aber auch eine Lampe dorthin stellen. Diese Box hat zwar kleine LED-Leisten da oben, ich finde die aber überhaupt nicht gut. Also damit macht es keinen Spaß zu arbeiten. Deswegen habe ich hier noch so einen handlichen Strahler letztendlich. Den habe ich damals bei Aldi gekauft. Den gibt es aber auch in diversen Ausführungen im Internet. Der ist mit dem Akku betrieben, wird immer wieder, muss man aufladen. Hält nicht allzu lange bei voller Pulle. Aber ich bin unglaublich glücklich, den zu haben, denn die Lichtleistung ist schon stark und mit dem können wir natürlich auch hier arbeiten. Wir haben verschiedene Einstellstufen und mit diesem Strahler habe ich auch nachts schon einige Fotos machen können, die ich sonst nicht hätte machen können. Dementsprechend ist auch nochmal so ein Strahler oder eine richtig gute Taschenlampe Gold wert. Und dann kommen wir noch zu anderen Werken von mir. Einerseits das Pinguinbuch, was mit einer guten Freundin entstanden ist, die geheime Welt der Pinguine. Dort werden die Arten der Falklandinseln behandelt und da sind wirklich schöne Geschichten drin, Familienleben von den Pinguinarten. Man bekommt wirklich einen Eindruck auch vom Inselleben. Es ist für mich natürlich auch ein ganz besonderes Buch von einer besonderen Zeit mit super schönen Fotos und das ist wirklich in meinen Augen eine Empfehlung wert. Außerdem ist dieses Jahr noch ein anderes Werk erschienen. Und zwar mit Katharina zusammen. Sie ist Grundschullehrerin aus Österreich. Und wir haben das Buch Rotkehlchen Robin und die Tiere im Winter verfasst. Und zusammen mit Robin lernen eben die Kinder, die das Buch lesen, die verschiedenen Strategien für den Winter kennen. Es gibt den Frosch noch in dem Buch, den Igel, den Hasen, die Rehe. Also allerhand verschiedene Tierarten, die auf alle möglichen Art und Weisen den Winter verbringen. Vom Winterschlaf bis zum aktiven Tier letztendlich. Wenn ihr das Buch noch rechtzeitig vor Weihnachten haben wollt, dann müsst ihr es jetzt bestellen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Der Versand erfolgt aus Österreich, nicht über mich, sondern über den Verlag direkt. Dementsprechend kann es da ein bisschen länger dauern. Und wenn ihr es haben wollt zu Weihnachten, dann müsst ihr eben jetzt bestellen. Und dann gibt es sehr bald noch ein weiteres Buch. Zusammen mit Stefan ist eben ein weiteres Werk entstanden. Ich bin sehr gespannt. Es befindet sich gerade in der Bindung. Nächste Woche wird es wahrscheinlich geliefert zu ihm und dann ist es auch bei ihm im Shop bestellbar. Die Texte, Bilder, alles von mir. Stefan Verlag. Superschöne Kooperation. Ich bin sehr gespannt, wann ich dieses Buch endlich in meinen eigenen Händen halten darf, denn das ist mein allererstes komplett eigenes Werk. So, und wenn wir schon bei Stefan sind, dann wollen wir direkt weitermachen. Stefan hat sein Zielfotomagazin und ich finde es absolut lesenswert. Da sind super viele Stories drin, auch von Gastautoren, tolle Bilder, super hochwertiger Druck und in diversen Magazinen werden auch Spots gezeigt, wo man welche Fotos machen kann, eben das Zielfoto machen kann. Ich finde, es ist eine super schöne Lektüre, macht immer wieder Spaß reinzuschauen und natürlich sind auch immer wieder Artikel von mir zu finden. Und so ein Zielfoto-Abo ist natürlich auch ein super schönes Geschenk, über das man sich das ganze Jahr lang freuen kann. Zusätzlich legt Stefan immer mal wieder so ein kleines Gimmick bei. In dem Fall war es ein Zielfoto-Karabiner, manchmal sind es auch Heatpacks von der Heat Company, lauter so Dinge. Es ist also
immer wieder interessant, was man da bekommt. So, und eine Lektüre habe ich noch für euch und das ist dieses Buch. Weder von mir noch von Stefan. Es ist aber das Buch, was ich absolut empfehlen kann, wenn ihr euch ein bisschen mehr mit Eulen auseinandersetzen wollt. Das Buch Die Eulen Europas ist von zwei absoluten Experten geschrieben, von Maps und Scherzinger. Den Professor Scherzinger durfte ich selbst schon kennenlernen. Super netter Mensch und die Erfahrung, die die beiden gesammelt haben, ist unglaublich. Also man kann so viel lernen in diesem Buch. 13 Eulenarten auf, wie viele Seiten sind das? Ja, fast 400 Seiten. Das ist schon beeindruckend. Vollgestopft mit Informationen. Absolute Kaufempfehlung. Ich denke, wir sind durch. Ich habe euch jetzt einiges vorgestellt, gepaart mit dem Video von gestern plus das aus dem letzten Jahr, habt ihr, denke ich, diverse Ideen, die ihr jetzt aufgreifen könnt, sofern ihr noch keine Geschenke habt. Und ich wünsche euch eine super schöne Weihnachtszeit, die ja doch schon angefangen hat. Die Lebkuchen gibt es schon zu kaufen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.